vielen Dank, Jörg Urban aus Sachsen. Die Corinna haut mir auf den Kopf, wunderbar. Meine Damen und Herren, Hass ist keine Alternative für Deutschland. Das steht da. Und das ist auch richtig. Das ist auch dann richtig, wenn es von der DDR, von der Deutschen Demokratischen Ramelow-Fraktion, da dran geschrieben wird. Was allerdings nicht richtig ist, ist, dass das überhaupt dahin. Ich habe vor ein, zwei Demonstrationen eine kleine Deutschlandfahne aus meinem Fenster gehängt, animiert oder stimuliert durch Björns Idee im Fernsehen. Innerhalb von 3 Minuten gab es einen Anruf von der Landtagsverwaltung, dass für die äußere Fassade der Präsident zuständig wäre und er mich auffordert, diese Deutschlandfahne da wegzunehmen. Das habe ich natürlich gemacht. Jetzt hängt da aber ein mehrere Quadratmeter großes Pamphlet von der Deutschen Demokratischen Ramelow-Fraktion. Nach Mitteilung der Landtagsverwaltung wurden die mehrfach aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass es abgehängt wird. Die scheißen drauf, was der Landtagspräsident denen sagt. Vielleicht fordern wir mal in der gebotenen Sachlichkeit auf, dieses Pamphlet abzuhängen, oder? Wie kann man das skandieren? Mit Abhängen. Abhängen. Die kümmern sich ein Kehricht darum, wie die Gesetzes- und Rechtslage in Deutschland ist. Die machen einfach, was sie wollen. Die halten von unserem Rechtsstaat nichts. Ich hoffe, dass die Landtagsverwaltung endlich einschreitet und dafür ordnungsgemäße Zustände sorgt, genau wie es bei mir vor ein paar Wochen der Fall war. So, drehe ich mich nicht ab. Dazu drehe ich natürlich bei die bezaubernde Wiebke Musal, die auch noch ihr Wort an uns richten möchte. Schönen Dank. Da bin ich ja ganz froh, dass Stefan sich direkt wieder beruhigt hat. Von mir auch einen wunderschönen guten Abend, Thüringen. Und natürlich auch allen Gästen aus ganz Deutschland einen wunderschönen guten Abend, Deutschland. Und auch allen Sachsen. Die anderen zähle ich jetzt nicht mehr mit auf. Beim letzten Mal, als wir hier in Erfurt demonstriert haben, habe ich eine Einladung ausgesprochen. Und zwar eine Einladung zu mir nach Hause. Und dieser Einladung sind über 1000 Menschen gefolgt. Und dafür möchte ich mich an allererster Stelle erstmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ich denke, vielen ist Jena ein Begriff und ist auch das linksradikale Milieu in Jena ein Begriff. Und ich habe nach dieser Demo geschrieben, jeder von euch ist ein Held. Ich danke euch und das möchte ich heute nochmal wiederholen. Und ich denke auch, dass viele mitbekommen haben, dass es ja doch am Rande unserer Demo einige Vorfälle gab durch Gegendemonstranten, die eher nicht zu den schöneren Erlebnissen gehören. Da möchte ich momentan noch nicht weiter drauf eingehen. Zum einen, weil ich schon drauf eingegangen bin, an anderer Stelle. Zum anderen, weil ich das ganz gerne auf unserer nächsten Demo in Jena etwas ausführen möchte. Erwähnen möchte ich nur eine Sache, und zwar eine, die mir persönlich passiert ist. Und zwar hat mir am Nachmittag der Demo jemand anonym natürlich eine E-Mail geschickt, in der stand, geh doch lieber einfach sterben, du scheiß Nazi. Das erwähne ich jetzt weniger, weil ich das besonders wichtig fände, sondern eigentlich nur, weil das ganz gut zeigt, dass auf der politischen Gegnerseite doch ganz schön viele Bekloppte rumlaufen. Und zum anderen erwähne ich das, weil man sich ja auch einfach mal bewusst machen möchte, ob man will, dass solche Bekloppten Macht über einen haben. Da sage ich ganz deutlich, ich möchte das nicht. Und deswegen lassen wir uns auch in Jena davon, von solchen Einschüchterungen nicht abhalten und sagen, wir kommen wieder. Und zwar heute, in 2 Wochen, um 19 Uhr auf dem Marktplatz in Jena. Und
Und ich freue mich natürlich auch wieder, wenn ganz, ganz viele Leute kommen aus Jena, aus der Umgebung, aus ganz Deutschland und uns unterstützen. Bis dahin und jetzt viel Spaß noch.